Ja, diese Aufhebungsverträge. Wahnsinn. In der Praxis gibt es ja irgendwie gefühlt kaum mehr Kündigungen, lieber Arne, sondern fast nur noch Aufhebungsverträge, weil ist ja doch irgendwie ein bisschen zeit- und kostengünstiger für den Arbeitgeber. Ja, ja. Aber die Frage stellt sich dann immer, wie kriege ich denn als Betriebsrat davon Wind? Wie kriege ich überhaupt mit, ja gut, der Kollege ist halt irgendwann weg, aber muss der Arbeitgeber mich da nicht mitbestimmen lassen, beteiligen? Man könnte ja so denken, ich habe mal irgendwo was gelesen, wenn das Arbeitsverhältnis irgendwie zu Ende geht, muss man sich zumindest mal anhören. Das gibt's auch, aber das war bei Kündigung. Und ein Aufhebungsvertrag ist ja keine Kündigung, weil es ja nicht einseitig passiert, sondern man sagt beidseitig, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, gut, passt so, ich gehe und fertig aus. Tschüssikowski. So, deswegen hat man kein Beteiligungsrecht im Sinne von vorher Anhörung, bevor der Vertrag abgekaspert wird. Aber gerade weil man das wissen sollte als Betriebsrat, umso wichtiger, dass man aber die Belegschaft informiert, hey Leute, es können ja Aufhebungsverträge durch die Reihen gehen. Die müssen auch nicht immer schlecht sein. Können natürlich, müssen aber nicht. Aber wenn du unterschrieben hast, dann ist mehr oder weniger Schicht im Schacht. Such doch vorher den Betriebsrat auf, der vielleicht geschult ist und dir sagen kann, na ja, bei der Stelle würde ich noch mal nachjustieren. Das ist ja ganz atypisch, das ist nicht ganz verkehrt. Das wäre so eine Sache, aber nicht vorher ein Anhörungsrecht. Das hat man leider nicht. Das ist richtig, aber ich denke jetzt gerade an folgenden Fall. Wenn du gerade sagst, da kursieren so Aufhebungsverträge, also der Arbeitgeber geht ganz gezielt vor, um Personal abzubauen, um Umstrukturierungen entgegenzuwirken. Kann ich da nicht sagen, hey, da bin ich jetzt doch wieder dabei? Weil, also ich finde das so ärgerlich, weißt du? Da stehe ich als Betriebsrat und dann laufen die alle zu mir und sagen, hey, ich habe jetzt da einen Aufhebungsvertrag bekommen. Und man denkt sich, kann ich machen. Nee, und man denkt sich auch als Betriebsrat so, hey, ich habe nichts davon gewusst. Ja. Ich kann, ich darf irgendwie so ein bisschen beraten, aber auch nicht so richtig, weil Rechtsberatung darf ich auch nicht, wieder nicht machen. Also irgendwie. Mir fällt da was ein. Ja. Aber es ist ihm jetzt nicht so im Sinne von vor dem konkreten Aufhebungsvertrag kommt man zwingend ins Boot. Aber ich sag mal, Personalplanung, § 92, da geht es ja nicht nur um Leute, die neu kommen. Es geht auch um den Personalabbauplan. Und bitte Planung. Und die Planung ist das Vorstadium, bevor der Arbeitgeber sagt, so ist es jetzt eben auch. Es macht Sinn. Das wäre natürlich so ein Ding. Natürlich hat man aber nicht dann den konkreten Aufhebungsvertrag vor sich. Aber da könnte man ja auch nachfragen in den Monatsgesprächen, wie sieht es denn aus? Und insofern vielleicht auch die Mitarbeiterschaft ein bisschen mehr ankurbeln. Leute, wir haben ja gehört, da soll ja auch was verjüngt werden, wenn das um die Reihen geht. Denkt mal an uns. Ja, keine Beratung. Kann man meistens auch als BR nicht. Darf man auch nicht. Aber Informationsgebung, immerhin das. Und er sagt, das ist noch umstrukturieren. Ja, das also habe ich jetzt gerade einen da Fall Da klingelt gehabt. Bei mir natürlich auch eine Norm. Okay. Mal Betriebsänderung. Okay. Könnte ja eventuell so ein Ding auch sein. Mhm. Interessenausgleich, wer wie was und so weiter. Also auch da nicht ganz konkret der Vertrag, aber man kommt dann doch in die Thematik zumindest. Übers Hintertürchen. Ja, man kommt übers Hintertürchen irgendwie rein. Das könnte man machen, ja. Das auf jeden Fall zum Beispiel. Und ich darf aber jetzt nicht als Betriebsrat hergehen zum Arbeitgeber und sagen, du, jetzt so wie Formular, Arbeitsverträge, zeig mir mal erst vorab den Aufhebungsvertrag und ich schau mal, ob da nicht irgendwie problematische Punkte drin sind. Das ist ich sage cool. Nein. Ich sage jetzt mal, also ich sage jetzt mal nein. Also ich sage auch nein. Ja, dann bleibt es dabei wenn wohl. Wir ja, uns einig sind. Ja, leider sind wir jetzt da. Rot ankreisen. Das müsste man rot ankreisen. Aber wir sind auch nicht bei Wünsch dir was. Ja? Wir wollen hier nicht Wünsch dir was, was schön wäre. Fragen kannst du immer. Frag den Arbeitgeber. Stimmt, ne? Also manchmal. Die wissen doch auch nicht immer alles. Oder ich sage immer, im Zweifel sagst du immer, steht in Paragraphen 80. Ja, der ist eh super. Der ist super. Totschlagparagraf, genau. Alles drin, Überwachung, zack, bumm. Und der eine oder andere sagt dann aber rechtlich gesehen, wenn wir ehrlich sind, bei den Aufhebungsverträgen diese echte Mitbestimmung oder auch Mitwirkung. Nee, hat man nicht. Vielleicht in der Hintertür. Ja, nur so mittelbar, aber nicht direkt. Okay. Aber jetzt ist man ja trotzdem zumindest in der Infogebung. Ja, das kann ja vielleicht doch irgendwie auch kommuniziert werden. Vielleicht nur so ein paar Eckdaten, wir wollen es ja jetzt hier auch gar nicht zu weit treiben. Aber was ist denn so typisch Regelungsinhalt eines Aufhebungsvertrages? Ich meine, Ladies first. Okay, danke. Ich sag einen, du sagst einen. Von mir aus. Okay. Also, erster Punkt ist natürlich, dass das Arbeitsverhältnis beendet wird. Und da ist ganz wichtig, darauf achten, es sollte irgendwas wie betriebsbedingt oder aus betrieblichen Gründen drinstehen. Und am besten noch auf Veranlassung Arbeitgeber.
Mhm. Genau, weil sonst hat man vielleicht mit der Agentur ein Problem mit dem ALG-1-Bezug. Aber es muss das Beendigungszeitpünktchen da drin sein, ja? Weil es ist ja ein Aufhebungsvertrag, keine Kündigung. Und dann natürlich, ich gebe meinen Job her. Mhm. Dann will man im Regelfall nicht nur einen warmen Händedruck. Genau, da hast du jetzt nicht irgendwelche Krämpfe oder Krümel zwischen den Fingern. Man will halt Kohle, eine Abfindung im Regelfall. Ja, auch dieses. Da sind auch ein paar Eckdaten zu beachten. Mhm. Aber auch das ist ein Regelungspunkt. Was kommt noch rein? Die Kündigungsfristen beachten. Ja, meine regulären im Arbeitsvertrag, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung verankerten Kündigungsfristen, die bitte beachten. Auch das gleiche Thema wieder. Sonst droht die Sperrzeit bei der Bundesagentur für Arbeit. Richtig. Und das ist super ärgerlich. Und ein, vielleicht zwei, sondern eins, wenn auch ein Zeugnis. Oh ja. Zeugnis. Jeder hat einen Anspruch auf ein Zeugnis. Ja. Aber auf was für eins? Ja, wohlwollend. Viele sagen immer, das ist doch eine 1 bis 2. Nee, wohlwollend heißt nur, ich darf nicht sagen, du bist eine Flachzange, ich muss es umschreiben. Ja, oder mit der Zeugnissprache. Und bis 3 kriegen wir es immer. Bis 3 kriegen wir es immer, aber 3 ist ja halt auch nichts irgendwie wert. Also, da hätte ich doch gerne ausformuliert. Und wenn ich unterschreibe, hier aber genau gern das Zeugnis mit dem Enddatum letzter Arbeit. Und weißt du, was mir noch einfällt? Ja. Weil das schreiben die Arbeitgeber immer rein. Die schreiben sogenannte Abgeltungsklauseln rein. Und da bitte aufpassen, wenn ich mir als Arbeitnehmer nicht sicher bin, dass da jetzt wirklich alles drin ist, was mir so zusteht, dann die Abgeltungsklausel weglassen. Oder mal nachfragen, der mehr Ahnung hat. Ist das okay? Steht noch was zu? Beiden, naja, alle anderen nicht, aber eins von uns beiden noch. Nein, selbstverständlich. Ja, Anne, wo kriege ich denn noch mehr Input zu Aufhebungsverträgen, Beendigungen? Wo kann ich denn da noch mehr erfahren? Ich sage mal, heißer Tipp, Arbeitsrecht Teil 3, da kommen die ganzen Aufhebungsvarianten dran. Kündigung natürlich auch, Befristung, aber auch der Aufhebungsvertrag plus das Zeugnis. Wunderbar. Ist mir gut aufgehoben. Webinar, Seminar, egal. Da logge ich mich jetzt mal ein. Genau, dann heben wir das jetzt auf hier und dann gehen wir jetzt zufrieden einfach dann nach Hause. Unserer anderen Arbeit nach. Nach Hause. Das soll jetzt gar nicht mehr kommen. Okay, wir gehen also jetzt ins Studio. Komm, gut, gehen. Gut. Also dann. Tschüss. Tschüss, Servus. Ciao. Gehen wir wieder. Ja, ich gehe jetzt aber mal raus. Okay, passt.